Als Medizinstudent hatte ich Sorge, mit Notfällen nicht richtig umgehen zu können. Darum wurde ich Anästhesist. Man lernt in kritischen Situationen rasch und überlegt zu handeln. In meiner Klinik führen 120 Ärztinnen und Ärzte mehr als 30.000 Narkosen im Jahr durch. Ein großes Anliegen ist es uns dabei, ihnen Schmerzen nach der Operation zu nehmen. Die Narkose ist heute aufgrund moderner Techniken und neuer Medikamente extrem sicher geworden. Allerdings können Begleiterkrankungen den Verlauf komplizieren. Um diese Patienten zu versorgen, führen wir eine der größten Intensivstationen Deutschlands. Über 4.000 Patienten im Jahr werden dort von erfahrenen Intensivmedizinern und Pflegenden rund um die Uhr betreut. Manchmal stößt auch die Intensivmedizin an ihre Grenzen. Dann ist ärztliches Handeln mit Augenmaß gefordert, wobei vor allem der Wille des Patienten berücksichtigt wird. Aufgabe der Anästhesisten im Klinikum Augsburg ist es, Sicherheit, Schmerzfreiheit und Geborgenheit zu bieten. Deshalb sind wir für Sie da, Tag und Nacht. Klinikum Augsburg. Menschen, Leben, Medizin.